Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video/Livestream auf meinem Kanal. Mein Name ist Ammar. Mein Name ist Rohat. Achso, also sprich mir noch einmal rein. Ne? Stimmt, Digga, tut mir leid. Sprich mir noch einmal rein und dann küssen wir uns mit Zungen. Wir genießen die Gamescom. Chat, für alle, die nicht wissen, was die Gamescom ist: Gamescom ist, glaube ich, die größte Messe Europas rund um Gaming, rund um Unterhaltung. Da sind die größten Creator wahrscheinlich hier, außer natürlich die bei Seven Wars Wild gerade sind. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass die Jungs das alle überlebt haben und die Mädels, oder? Nein, okay, crazy Aussage. Anscheinend nicht. Mein allerliebster. Hallo. Mein allerbestes da. Schade, dass du heute nicht beim Dreh dabei warst. Das wäre nämlich sehr crazy gewesen. Wir haben nämlich eine Folge Das ist es gedreht. Das ist so ein bisschen wie Höhle der Löwen. Da kann jeder sein Produkt vorstellen oder sein zukünftiges Produkt, was er sich vorstellen könnte. By the way, Tomatolix, Freunde. Sehr, sehr angesehener YouTuber und tatsächlich auch Pilzeesser auf YouTube. Deswegen hat nämlich eine Person direkt neben mir mit Locken auf, nicht so offen, offensichtlich hingucken, das mag er nicht. Deswegen hat diese Person direkt neben mir gesagt, du wärst sein Vorbild, was so YouTube-Content angeht, weil er sehr, sehr gerne kifft. Deswegen Tomatolix. Nein, Bro, er kriegt das hin, dass es sogar noch gut als Image dasteht. Der ist doch mega. Ja, ja, ey, die Wissenschaft. Wie war Cody? Cody, nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Ja. Also ich kann verstehen, warum man es cool findet, aber ich glaube, ich mag nicht so Sachen, die mich so runterziehen, sondern eher Sachen, die mich ein bisschen aufputschen vielleicht. Zum Beispiel? Koffein zum Beispiel. Hast du schon Crystal genommen? Nee, ich glaube, das muss auch nicht sein. Was? Und er ist dafür da, dass er in dem Video sagt, dass es nicht gut ist. Weil er macht auch diese Experimente. So sieht's aus. Freunde, und unter anderem natürlich auch heute eine Besonderheit, denn Xbox hat uns ja auf die Gamescom mit eingeladen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie hier zu releasen haben, denn unter anderem ist es auch der PC Game Pass. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Xbox Game Pass. Der kostet 9,99 im Monat. Da gibt es viele verschiedene Games, unter anderem Forza Horizon 5, Minecraft und viele, viele, viele weitere, die man dort in der Spielebibliothek auschecken kann. Mega nice, da muss man sich die Spiele nicht selber kaufen, sondern hat da eine Auswahl. Und der Stand hier von Xbox ist auch geistesgestört. Ich würde sagen, ich führe euch mal hier ein bisschen durch. Zum Beispiel eine Besonderheit hier am Stand, tatsächlich ist er dauerhaft da, dass es Rohat. Rohat ist irgendwie dauerhaft irgendwie hier an diesem Stand. Warum? Weil das hier so grün ist? Ja, aber was machst du da? Bist du gerade gerne am grünen Stand? Ja, am grünen Stand. Ist das für dich geil? Ja. Cool. Sie haben auch unter anderem hier, guckt euch das an, Xbox, ganz viele verschiedene Games. Das haben sie auch alles mit ihrem PC Game Pass gemacht. Digga, Flight Simulator, Real Talk. Ich glaube, ich habe ja eh schon Höhenangst, ne? Und ich krieg sofort schwitzige Hände. Wenn ich so einen Flight Simulator spielen würde, ich glaube, ich würde abkotzen. Freunde, dann würde ich sagen, weiter mit dem Video. Alter! Yo! Der ist crazy! Seid ihr Security für den? Alter! Kranker Motherfucker! Ja, aber ist die Person wirklich so groß? Ist der wirklich so groß? Hi! Wie heißt du? Wie? Hey! Hey! Okay! Okay! Yo, hast du die Kombi gesehen? Oh, ey, yo! Was? Slurp, slurp! Slurp, Jusen, ja. Es ist komplett cracked. Ich kann auch gerne abgeben, wenn ihr. Nein, nein, nein! Du machst das sehr gut. Du machst, du bist fein. Du bist gut. Du musst nichts. Nein, du musst nichts. Das macht dich voll. Das macht dich komplett schon automatisch voll. Digga, what's party? Wie heißt du? Laura. Laura. So, wir haben jetzt Laura noch. 16 Leute. Besser als Eli, ne? Sie ist besser als Eli, ja. Die sind hier im Bildmodus. Sie hat Cap-Mats, geht jetzt Richtung Late Game, hat auch noch die Spaß dabei. Aber ey, sie ist ernst besser als Eli. Ja, Real Talk, sie versteht sofort das Game. 1v1v1 Situation. Nein. Du weißt, wenn du den Slurp use, dann kannst du auch runter. Wirklich? Ey. Jetzt runterspringen? Ja. Ja. Du bist ja gottlos, ne? Du bist ja gottlos. Du bist, Digga, du bist. Laura, viel, viel, viel. Ey, haben die das rausgepackt? Sie nimmt den Joke wie ein Joke. Nicht so wie jeder andere, sondern so verkrampft ist ja, und dann den übelsten Joke gemacht hat. Nein, sie ist da und sagt, oh, Joke ist Joke. 1v1-Situation fällt halt ein Fallschaden. Chat, wenn ihr irgendwann mal Laura sehen würdet, zum Red Bull-Stand, oder wenn, ey, irgendjemand, der sie kennt oder sowas, schickt ihr den Clip, sie soll zum Red Bull-Stand kommen, egal welchen Tag, sie kriegt einen Scuff von mir. Meinst du, wir können hier Laura ausrufen? So wie im Supermarkt oder so? Oder in der Badehalle damals? Laura wird gesucht, wird bitte zum Red Bull-Stand von Rohat und Ammar gerufen. Und ein Präsent. Das wäre krass. Und weißt du, wie wir da dort stehen? Das ist unmöglich. Mach jetzt. Mach hier oben mit. Das ist sehr, sehr schwer. Am besten die Ringe erstmal. Ey, warte mal, ist das fest? Nein, das ist
super weit. Da kannst du keinen Saltus drin machen. Aber kann das 100 Kilo dingsen? Ich hab doch hier. Schenk, schenk, schon. Chat, ich sag ehrlich. Erstmal die Safe? Ja, ja, safe, safe, safe. Wenn du das vorher noch nie gemacht hast, ja. Das da ist eines der schwersten Hinterhänge. Dann mach ich das. Ja, okay, dann mach jetzt Fade, ne? Marc geht auf die schwierige Variante. Ich mach die harte Schuppe. Wollt grad verkrampfen. Mit Schwung. Vorsicht, die kommen raus. Diesen Stick musst du nach vorne wieder einsetzen. Boah, yo. Das hier ist lose. Ja? Der kommt raus. Kannst du nicht, Bruder. Kann man nicht. Yes, schön. Ah, genau. Elegant. Ah. Ja. Versucht sich damit sein. Massigen Körper vorzuarbeiten. Mega. Dead Body Repo. Ey! Jetzt kommt der komische Fleischsack. Ah. Ey! Ich rutsche ab! Meine Hände sind zu schwitzig! Die Döner war da. Warte. Chill out, Bro! Ich mach. Ey, yo! Chill! Ja, mach mal. Ja, weil sonst wird. Alter! Ey, yo! Alter! Dead Body! So. Nein. Ich würde sagen, Lukas setzt sich in die Mitte, Rohat nach rechts. Ja, schau mal die Tasche gerne an die Seite. Können wir dir noch ein weiteres Getränkchen anbieten? Wie brutal ist es auf einer Skala von 1 bis 10? Es ist schon eine absolute 10 von 10. Nein, Digga, chill doch mal. Also Eli hat gesagt, das ist eine 8 von 10. Also Lukas, wo kommst du her? Wie alt bist du? Stell dich mal ganz kurz den Leuten vor. Jetzt ist Druck da, jetzt hier. Man sieht es in der Kamera wahrscheinlich nicht, aber jetzt gucken wahrscheinlich gerade mindestens 10 Leute auf mich. Du musst näher halten mit dem Mic, damit du es noch näher. Noch näher? Ich hoffe, ja. Chat, funktioniert das Mic? Funktioniert das Mic? Hallo? Hier vorne wird jetzt ein Hot Chip gegessen, okay? Nur, dass ihr einmal Bescheid wisst. Oh, stellt euch doch gerne mit dazu. Zuschauer. Ja, dieser Boss ist richtig. Er macht richtig. Wo ist Tomatolik? Menschlich gesehen verwerflich in meinen Augen. Lukas, 20 Jahre alt. Wo kommst du her? Nähe Paderborn. Nee, Paderborn, da sind immer starke Männer geboren worden. Rohat, hast du noch irgendwelche Worte für ihn? Willst du nicht noch deine Mutter anrufen, irgendwie sagen? Nein. Kannst du scharf essen? Weiß ich nicht, werden wir dann sehen, würde ich sagen. Gut. Dead Body Report. Kannst du ganz kurz bitte in die Kamera sagen, dass du das freiwillig machst, dass du das auf eigene Gefahr machst und dass du uns das nicht in Rechnung stellen würdest? Ich würde Ihnen das nicht in Rechnung stellen, ich mache das freiwillig, ich habe eine große Fresse, jetzt muss ich auf meinen Mann stehen und den Rest werden wir dann sehen. Finde ich geil. Finde ich sehr geil. Okay. So, Chat, würdet ihr das? Du musst den Handschuh auf jeden Fall anziehen. Und ich halte den schon mal für dich. Das ist der Chip. Das ist der Chip. Und guck mal, was da drauf steht, Bro. Das ist ja schön. RIP heißt ja Rest in Peace, also gestorben in Frieden. Ja. Halt ihn immer so das Mic hin. Wenn ich in Frieden gestorben bin, dann alles gut. Ist nicht das erste Mal, dass er eine Inspektion macht. Ich mach Chemie, lernt. Ich hab schon ein bisschen Handschuhe anziehen, das kann ich. Ey, aber das ist geil. Clip das gerne für ihn, weil das werden nämlich später seine Schüler alle sehen. Ja, ich freue mich schon drauf. Was machst du? Ey, Chemie auf Lärm, Chemiephysik. Das ist so ein bisschen masochistisch. Masochistisch, Chemie auf Lärm, geil. So, ich mach auf, ne? Ja. Habt ihr Angst? Ich hab also Angst. Ich hab den, also das erste Mal, als ich den gerochen habe, ich muss schon kotzen fast vom Loch, vom Dings, vom Riechen. Lass mich noch einmal riechen. Das ist ekelhaft. Ah, ist eklig, ist eklig. Boah, es riecht nach. Guck mal, Digga, er ist ja komplett masochistisch. Ey, yo! Egal, das war noch gleich essen? Auf. Na, egal. Ja, alles gut. Gib mal das Stück. Willst du das essen? Ich würde es probieren. Nein. Aber wir haben. Guck mal, nur dass du Bescheid weißt. Aber das ist nicht so scharf. Wir haben hier für dich Brot. Iss mal ein Stückchen Brot vorher. Das macht's am besten besser. Wir haben leider keine Milch gefunden, aber ein bisschen Sour Cream für dich, okay? Sour Cream, bisschen Sour Cream. Und auch nicht an deine Finger, danach nicht in deine Augen fassen oder so. Oh mein Gott, er hat's gemacht.
Digga. Er hat es einfach gemacht, Chat. Das ist ein 1,8 Millionen Scoville. Und du musst sagen, wann es anfängt zu brennen und wo und wie. Brennt auf der Zunge, aber nicht so schlimm. Also brennt auf der Zunge, man merkt, dass es brennt, man merkt, dass es gewillt. Aber, also, analysiert es brennt halt schon stark. Aber es gibt bedeutend schlimmere Sachen. Also ich sag, wie es ist, so eine 38%ige HCl-Säure, die brennt mehr. Langsam merkt es, jetzt wird es immer doller. Jetzt wird es immer doller. Ja, Handschuh nicht in die Augen. Hey, zieh Handschuh schon mal aus und pack ihn auf den Boden. Also ich würde auch nichts trinken, ich würde tatsächlich Sour Cream einfach nehmen. Geht's dir gut? Ja, ja, geht. Wenn es Kreislauf oder sowas irgendwas Schlimmes, dann sagst du Bescheid? Nein, erst in die Augen. Nicht Brot, ich will mit Sour Cream. Ja, beides. Sour Cream, dippen mit Brot. Digga, das ist schon W-Typ, Digga. Ja, jetzt auch ein kleines Weinchen, nochmal ein kleines Tränchen. Also das ist krass, ne? Das ist eine körperliche Reaktion. Ja, als Mann darf man auch mal weinen. Emotional, wie läuft's gerade? Emotional, es brennt halt. Mehr fühle ich gerade nicht. Die Hände zu touchen. Aber ich glaube, das ist Aufregung. Ich glaube, das ist nicht mal der Chip. Brennt wie scheiße? Du kannst auch gerne sagen, was gerade mit deinem Körper passiert. W Skuros. Also es brennt legit einfach alles. Schmerzen im ganzen Mund, Rachenraum. Man muss halt, ne? Aber man muss sagen, er zieht es komplett einfach durch, ne? Er unterdrückt den Schmerz, Chat. Also das ist geistesgestört. Deswegen geholt entweder Reason oder Vadial. Fortnite werden. Ja, habt ihr das gehört? Reason oder Vadial? Chat, eins in den Chat für die beiden Bulls. Ey, ganz kurz, ich würde dir tatsächlich einfach einen Scuff gerne schenken. Ich würde deine Daten gerne aufnehmen und dann schicke ich dir das gerne nach Hause, ja? Und schick mir auch deinen Daten, ich schicke dir den King Box. Oh, das ist korrekt. Mit dem Hotchip nochmal drin. Weil der ist ja gefeiert. Du bist auch so ein kleiner Sandist. Sei ehrlich, brennt's immer noch? Ach so, das brennt einfach nur wie scheiße und dann ist egal. Also meinst du, Schmerz ist auch einfach nur eine Illusion? Eine körperliche Reaktion. Gehört ja dazu, ist ja nicht gesund. Ey, das ist krank. Bro, ich weiß noch, ich war bei mir zu Hause, ich bin gestorben. Ich bin innerlich gestorben, aber das hat so 10, 15 Minuten gebracht, danach ist okay. Das brennt auch wirklich nicht angenehm. Ja, wirklich Macher-Mindset, ne? Du hast immer gute Laune, du bist immer richtig gut dabei, deine Zähne strahlen. Wenn du jetzt noch dieses kleine, guck mal, das ist ein kleines bisschen. Aber ich hab nichts zu trinken. Ja, wir haben alles da. Wir haben alles da. Ja, so Vlog rein. Mach einfach, entspannt. Ja, ist nicht so scharf, ne? Es geht voll klar, Bro. Ist chillig. Oh, das ist in meiner Nase, Digga. Ich will was trinken. Hallo, wir brauchen etwas zu trinken mit. Alles gut, Bro? Was ist bei dir? Ist nicht so schlimm. Langsam wird's besser. Bei ihm fängt's gerade erst an. Was hältst du davon? Digga, die anderen Streamer machen immer nur Show, Bro. Das ist nicht so schlimm. Bro, das ist immer nur Show. Ja, yeah, die. Brennt übertrieben. Nein, Bro, das ist alles Fake. Die machen alle Show. Bro, wir haben bei das ist nicht so schlimm. Ein bisschen Tabasco-Soße draufgepackt. Chill. Ja, guck mal, er meint ja nicht mehr. Das ist einfach nur scharf. Ist ja, ist scharf, aber mehr ist halt nicht. Geht's wieder? Schlimmer. Nein, das wird nicht schlimmer. Nein. Das ist alles irgendwann, also ich sag dir, ja, es geht so 6 Minuten und danach ist over. Wie ist es bei dir gerade? Ja, also Lippen brennen halt, aber der Rest geht mittlerweile wieder. Ihr macht das richtig gut, muss ich sagen. Guck mal, er hat von mir jetzt einen Scuff gewonnen. Du gewinnst von mir einfach gar nichts. Wir tanzen heute Abend, Emil. Wir machen heute wieder Tanz. Ey, warte mal, weißt du, was das Geile ist? Digga, das brennt übertrieben, das wird immer schärfer. Ja, yeah, chill. Aber das geht irgendwann weg. Aber das Schlimmste ist, wenn du morgen früh aufwachst, dann gehst du kacken und dein Arsch brennt. Oh, das Arsch brennt. Ja, ja, das Arsch brennt morgen. Chat. W ist in Chat für Lukas. W ist in den Chat für Rohan. W ist in den Chat natürlich für Laurin Productions, AMC Productions, für Red Bull. Und natürlich, am Ende des Tages bin ich sehr dankbar für den sehr, sehr nice Stream. Ihr seht schon, wir haben hier echt Aufwand betrieben. Ich zeige euch gleich nochmal eine Story auch, was für Kamera-Equipment hier mit dabei ist. Morgen 15:30 sind wir spätestens live. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wir ich habe zu danken. Ich weiß, wie das ist. Gerade in einem Rohrrad normalerweise sehr, sehr schlecht erreichbar. Warum? Verbindlichkeit. Ich sag mal Verbindlichkeit. Ja, aber eigentlich bin ich da. Aber er ist da gewesen von vornherein. Er hat sogar gefragt, ey, du wolltest noch live gehen, wann gehen wir zusammen? Heute früh war er bei unserem Dreh mit dabei, ja, von den Allerjutzen. Deswegen sehr, sehr geil. Lukas, dass du so eine geile Granate bist mit den Hotchips, muss ich sagen. Sehr, sehr crazy. Und ja, da bist du im Chat.
seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen, sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times, Hard Times.